Hi ihr Lieben, wie geht es euch? Mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, in letzter Zeit kriegst du mich wieder öfter zu sehen, ne? Keine Ahnung, es liegt wahrscheinlich daran, dass das Wetter wieder schlechter ist. Ich hatte ja gesagt, dass meine letzten Videos oder dass es weniger Videos gab, weil ich A, nicht ganz so viel zu filmen hatte, ja, und ich einfach meine Zeit viel, viel lieber draußen verbracht habe. Jetzt im Moment, heute ist ausnahmsweise mal Sonnenschein, aber ich habe jetzt gerade eh nicht viel Zeit, was anderes zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe mal eben wieder ein Video für euch. Ich war gestern ganz spontan bei Rossmann. Eigentlich wollte ich, was wollte ich denn eigentlich da? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine einzige, wie das immer so ist, eine einzige Sache wollte ich kaufen und ja, es ist eine ganze Tasche voll geworden, weil dann so ein paar Dinge im Angebot waren, ja, die ich mir dann dachte, nimmst du dir mal mit. Und dann dachte ich, ich zeig euch mal, was ich denn da alles Schönes mitgenommen habe und glaube, was wollte ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich wollte einfach nur mal gucken. Und dann habe ich gesehen, dass meine Parfums, die ich beide total liebe, beide im Angebot waren. Und zwar die Nivea Parfums. Das Sun habe ich jetzt den ganzen Sommer über benutzt. Das ist wirklich was für jeden, der nicht auf so süße Düfte steht, der einfach so ein frisch gewaschen, so halt diese, ihr kennt die Nivea-Gerüche, richtig? Also das Nivea-Parfum, dieses blaue oder beziehungsweise weiß ist es hier, das riecht wirklich so ähnlich wie die Nivea-Creme. Nur noch ein bisschen schöner, ein bisschen intensiver. Das liebe ich einfach für den Alltag. Man riecht einfach frisch, es ist nicht aufdringlich. Das mag ich einfach. Ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf so ganz süße Düfte, so diese typischen Mugler-Parfums, die ja total beliebt sind, das ist gar nicht meins. Also an anderen finde ich das nicht schlimm, aber an mir selber wird mir da richtig schlecht von. Das kann ich gar nicht ertragen. Und deswegen, und das Sun, das riecht wirklich so ein bisschen nach Sonnencreme. Wenn ich das trage, da sagt mein Sohn immer zu mir, Mama, du riechst nach Sommer. Der Kurze, der weiß das schon. Und das habe ich jetzt, da sind 30 Milliliter drin. Das habe ich jetzt über den Sommer fast aufgebraucht. Also ich denke mal, so ein paar Mal kann ich es noch benutzen. So ein bisschen ist da noch drin. Aber das kostet normalerweise 24,95 und das war jetzt für 17,95 bei Rossmann bei dem Angebot. Und dann habe ich ja mit der App immer noch den 10% Rabattcoupon. Also falls ihr das noch nicht nutzt, macht das. Also es gibt jeden Monat bei Rossmann Coupons in der App. Da sind immer 4 10% Rabattcoupons pro Monat dabei und dann noch auf diverse andere Marken. Dann spart man manchmal 20% auf dies oder 1 Euro auf das. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das kriegt ihr auch, wenn Sachen im Angebot sind, kriegt ihr dann nochmal 10% Rabatt. Ja, deswegen die beiden habe ich mir mitgenommen. Dachte ich, die wären ja nicht schlechter drin und so viel ist ja nicht drin. Und dann habe ich sie. Ja, dann habe ich bei Masken zugeschlagen. Die waren nämlich auch im Angebot. Die habe ich mir einfach so mitgenommen. Ich habe mir ausnahmsweise mal eine Crememaske mitgenommen. Und die hier, diesen Totes Meer Schlamm, das ist wirklich mein heiliger Gral gegen Pickel und all sowas. Ich habe eine Freundin, die in Israel lebt. Und die habe ich mal vor ein paar Jahren da besucht. Und dann habe ich mir, da waren wir zusammen am Toten Meer tatsächlich und da verkaufen die so ein Kilopaket Schlamm quasi aus dem Toten Meer. Das ist im Prinzip auch eine Maske und damit reiben sich im Prinzip alle Leute am Strand ein. Wirklich den ganzen Körper, das ist so richtig zum Entschlacken, das ist so gut. Gesicht, Arme, Beine, Körper, alles und dann geht man im Prinzip so in das Wasser und wäscht es ab. Das war, mein Hund macht komische Geräusche. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, da zu sein. Und dann habe ich mir, weil ich hatte zu der Zeit, als ich da war, hatte ich so ein richtiges Ekzem hier um den Mund herum. Ich hatte damals nicht so eine ganz gute Zeit. Da hatte ich viel Stress und es ging mir nicht so gut. Und bei mir ist das oft, dass sich das dann wirklich Stress und sowas auch in meiner Haut sofort widerspiegelt. Und da hatte ich wirklich so ein, wie hieß das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist im Prinzip diese Ekzemart, wo man
eigentlich sich erstmal wochenlang nur mit Wasser waschen sollte und keine Creme und gar nichts an die Haut machen sollte. Das finde ich sehr, sehr schwer. Und sehr, sehr, ich war da auch mit beim Hautarzt, es hat absolut nichts, selbst Cortison hat mir nicht geholfen. Und dann habe ich das Wasser von dem Toten Meer auch drauf gemacht. Das hat einmal gebrannt wie Hölle. Aber dann wurde das besser, dann war das weg. Und da ich so gemerkt habe, dass mir das geholfen hat, habe ich mir da auch, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Kilopaketen von dem Toten Meerschlamm, der kostete da umgerechnet 1 Euro, mitgenommen. Und das habe ich auch viele, ich glaube, ich war 2011 da und ich habe das, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Immer wenn ich so Stellen hatte, habe ich mir das so partiell draufgegeben. Und das ist halt so ähnlich. Und wirklich, ich habe im Moment hier am Kinn irgendwelche komischen und ich hatte jetzt nichts mehr davon. Und dann komme ich mit so einem kleinen Päckchen, weil ich mir das halt nicht aufs ganze Gesicht aufgebe. Ich gebe mir das wirklich nur so auf die Stellen, wo ich dann halt gerade Pickel oder irgendwas habe oder auch auf die Masse. Das ist erst so dunkelgrau, Schlammfarben halt. Und dann wird das hinterher, wenn es trocknet, hellgrau. Und man sieht richtig an den Stellen, wo was ist, das wird dann so weißlich und das hilft. Also mir hilft es einfach. Ich kann das wirklich empfehlen. Das ist halt auch die einzige Abwaschmaske, die ich so mir immer wieder mal kaufe. Ich hatte jetzt tatsächlich keine davon. Und ja, die brauche ich jetzt. Naja, und dann waren Garnier-Tuchmasken im Angebot. Eigentlich habe ich genug Tuchmasken, aber ich habe mir auch vorgenommen, jetzt wirklich regelmäßig mindestens alle 2 Tage eine zu benutzen, meine ganzen alten aufzubrauchen. Aber die von Garnier, die sind einfach richtig, richtig gut. Die waren jetzt, glaube ich, für 1,79 im Angebot. Ich glaube, sie kosten sonst, habe ich meinen Kassenzettel eigentlich noch? Nee, ich meine, weit über 2 Euro kosten die sonst. Ich habe mir einmal diese hier mitgenommen, die schwarze Tuchmaske. Die ist halt auch mit Bambuskohlenvlies, auch gegen vergrößerte Poren, Hyaluronsäure, schwarze Alge. Halt auch gegen Hautunreinheiten. Bin ich auf jeden Fall. Ich hatte letztens auch schon so eine schwarze Maske, die war, glaube ich, auch von Schebens. Die musste man vorher in 60 Grad warmes Wasser tun. Die kommt, glaube ich, in meinem Aufgebraucht-Video auch vor. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Und auf die bin ich auch gespannt. Das war auch sehr angenehm. Macht auch eigentlich Sinn mit dem, das, vielleicht werde ich das mit den anderen Masken auch mal ausprobieren, weil bei Wärme gehen die Poren ja auf. Und eigentlich macht es ja viel mehr Sinn, wenn die Maske warm ist und die Poren aufgehen, dass dann die Wirkstoffe halt auch tatsächlich in die Poren reingehen. Ich probiere das mal, ob das auch mit so normalen Tuchmasken einfach funktioniert. Warum auch nicht? Dann habe ich mir die mitgenommen, die kennt ihr wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, so mit eine der beliebtesten von den Skin Active Masken, die Hydra Bomb. Die ist halt auch mit Granatapfelextrakt und Granatapfelextrakt ist für meine Haut auch echt gut. Und Hyaluronsäure, das ist halt einfach so ein Feuchtigkeitsboost. Dann habe ich mir die hier, da war ich wieder Verpackungsopfer. Ich habe mir eigentlich gar nicht genau durchgelesen, was die kann. Aber die ist auch hydratisierend mit Hyaluronsäure und Sakura. Ist das nicht, so eine Reis-Kirsch-Dings-Geschichte? Wie heißt das denn? Ist auch bei Rituals of Sakura. Das ist doch dann auch riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ja, dann die musste auch mit Vitamin C. Tuchmaske. Meine Haut mag auch sehr, sehr gerne Vitamin C. Die ist halt, sind alle mit Hyaluronsäure und die ist jetzt halt noch mit Vitamin C. Intensiv, feuchtigkeitsspendend und Glow. Und dann habe ich mir noch eine mitgenommen. Die ist mit Traubenkernextrakt. Halt auch intensive Feuchtigkeit spendend, straffend und aufpolsternd. Genau, das ist ja das, was man so diesen Traubenkerngeschichten, dieses straffend und aufpolstern nachsagt. Und ja, ich weiß, total übertrieben. Ich habe auch eigentlich noch genug, aber ich werde jetzt kommt wieder die Zeit. Im Sommer habe ich dann mal so keinen Bock drauf, ne, weil dann mag ich das auch nicht, wenn es so warm ist, dann halt da was im Gesicht zu haben. Aber jetzt im Winter oder jetzt im Herbst, dann liebe ich einfach, da dehne ich meine Routine abends immer gerne noch ein bisschen aus. Ja, dann habe ich mir einmal Fencheltee gekauft. Den brauche ich jetzt, beginnt auch wieder die Teezeit. Also ich habe auch hier wieder meine monströse, ist gerade eine Weihnachtstasse. Ich habe 2 von diesen großen Tassen. Die andere normale Tasse ist gerade in der Spülmaschine. Das ist meine Weihnachtstasse. Und ich trinke dann halt echt, könnt ihr mal gucken, wenn ihr so gegen mich, ich glaube, da sind, ich weiß gar nicht, 600 oder 800 Milliliter passen in diese Tasse.
Die habe ich und dann habe ich hier immer noch meine Kanne. Und ja, jetzt trinke ich wieder ganz, ganz viel Tee und ich brauche morgens, ich habe leider so ein bisschen Probleme immer mit meinem Darm und so weiter. Ich habe da auch eine chronische Erkrankung leider und jetzt ist im Moment wieder so eine Zeit, da muss das morgens ganz in Ruhe halt, muss ich so starten und mir hilft dann halt immer so Fencheltee. Wenn ich morgens mit Fencheltee starte erstmal und dann Kaffee und so weiter, dann vertrage ich das alles besser. Deswegen brauchte ich jetzt wieder Fencheltee. Ja, und genau, dann habe ich, genau deswegen war ich bei Rossmann auch. Ich wollte nach einem Hitzeschutz gucken. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich mir diesen, kennt ihr diesen Autocurler von Philips? Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir den anschaffe. Oder aber, brauchen wir irgendwas auf die Lippen. Oder aber, es gibt auch von Amazon ein günstigeres Gerät. Das kostet tatsächlich nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte. Ich glaube, dieser Autocurler, der kostet 120 Euro oder so. Und ich glaube, das Gerät von Amazon kostet 50. Aber ich habe da so ein Vergleichsvideo auf YouTube gesehen und da war echt kaum ein Unterschied. Deswegen habe ich mir, weil ich halt auch vielleicht mal mein Glätteisen nur so mal benutzen möchte, ich habe sehr empfindliche Haare, habe ich mal nach einem Hitzeschutz gesucht. Und jetzt habe ich mir das jetzt mal zuerst geholt. Das ist von L'Oreal, Hot und Glatt. Das soll halt, ist ein Glättungsbalm. Ich habe ja so Naturwellen. Aber ich habe so doofe Wellen, mit denen man nichts anfangen kann. Also das heißt, hier vorne die Partie ist bei mir sauglatt. Hier. Da ist keine einzige Welle drin. Und dann ab hier nach hinten wird es richtig lockig. Und hier in diese Partie kriege ich auch komischerweise keine Wellen rein. Selbst wenn ich da mit dem Glätteisen, Lockenstab oder was auch immer bis jetzt Wellen reingemacht habe, hängen die sich aus. Das sieht so doof aus. Und das sind solche Wellen, mit denen kann ich nichts anfangen. Und eigentlich bin ich auch zu faul, mir eigentlich die Haare zu glätten, aber ich wollte es jetzt mal mit dem Föhn versuchen. Das verspricht hier 3 Tage glatt, 230 Grad Hitzeschutz, glattes Haar, seidiger Glanz, ja, gibt man ins feuchte Haar, verteilt man in den Längen, ja, und dann mit einem Föhn antrocknen und mit einer Bürste und einem Glätteisen stylen. Ich probiere es mal aus, ich sag euch, ob es was gebracht hat. Dann habe ich mir einfach nochmal so ein simples Hitzeschutzspray, einfach so. Ich habe mir jetzt nämlich den ganzen Sommer über, glaube ich, in den letzten 4 Monaten oder 5 Monaten habe ich mir, glaube ich, 2-mal die Haare geföhnt, glaube ich. Ansonsten habe ich immer, bin ich eigentlich fast abends mit feuchten Haaren ins Bett gegangen oder wenn ich es mit tagsüber gewaschen habe, im Sommer föhne ich mir eigentlich fast nie die Haare. Aber ich will jetzt mal ein bisschen mehr Hitzeschutz tragen. Und dafür habe ich mir jetzt auch mal dieses einfach so, wenn ich jetzt kein besonderes Styling, einfach nur trocken pusten möchte, werde ich das mal ausprobieren. Und dann habe ich mir von Isana, ich bin ja so ein totaler Fan von diesen 7-Sekunden-Geschichten, diese Kuren. Erstmal finde ich die klasse, weil die wirklich was bringen und weil man die, ich versuche jetzt wirklich auch unter der Dusche ein bisschen Wasser zu sparen. Und nicht im Prinzip die Spülung 5 Minuten einwirken zu lassen, ne, in der Zeit dann, weiß ich nicht, was zu machen und das Wasser läuft und läuft und läuft. Ich wollte jetzt entweder mehr auf vielleicht so Leave-In-Produkte umsteigen, die ich dann nach dem Duschen erst ins Haar gebe oder halt diese Talsachen, die wirklich nur ein paar Sekunden drin bleiben. Da habe ich bis jetzt das, ich glaube, El Vital hat ja damit angefangen. Das kostet ja 8 Euro noch was. Das ist ja echt teuer. Und jetzt sind aber immer mehr, die das nachgemacht haben. Ich habe auch von Balea das schon probiert. Das fand ich auch gut. Und jetzt wollte ich das von Isana mal ausprobieren. Also das kostet halt auch echt weniger als die Hälfte. Das kostete, glaube ich, 2,59 Euro. Wie gesagt, das Original von L'Oreal El Vital kostet 8,30 Euro oder so. Ja, und das ist halt auch 7 Sekunden. Geschmeidiges, glänzendes Haar, das gibt man halt wirklich unter der Dusche einmal kurz in die nassen Haarlängen, wird kurz einmassiert und sofort ausspülen. Das wird warm. Wie das jetzt genau funktioniert, was dann, weiß ich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall einiges an Alkohol drin und es brennt auch, aber es tut meinen Haaren gut.
Also ich weiß, eins hatte ich mal von Glisco, hatte ich auch schon eins. Das fand ich auch gut. Da war auch, glaube ich, echt reines Kreatin mit drin. Hier jetzt glaube ich nicht, weil ich denke, dafür ist es zu billig. Mal gucken. Ich werde berichten, wie ich es finde. So, und dann habe ich mir eine Sache mitgenommen. Ich habe zwar noch genug, aber ich bin gespannt, ob das tatsächlich was anderes ist. Es war neu. Von Batiste. Ein Overnight Fresh Trockenshampoo. Erfrischt dein Haar über Nacht. Ich bin gespannt. Also man soll das vor dem Schlafengehen auftragen. Ne? Genauso in Partien, Trockenshampoo an den Ansatz, einmassieren, über Nacht einwirken lassen und wache am nächsten Morgen mit frischem, sauber aussehendem Haar auf, bürste oder style dein Haar wie gewohnt und los geht's. Riecht toll, kann ich schon mal sagen. Also der Geruch ist fantastisch. Die Batiste-Dinger, die riechen allgemein. Und im Moment habe ich das Tropical, das war ja in einer, das hatte ich in einer Goodiebox drin. Das benutze ich im Moment. Ja, ich werde das mal ausprobieren. Aber dann mache ich den gleichen Gimmick auch mal mit einem ganz normalen Trockenshampoo. Das hat jetzt nicht mehr gekostet als die anderen, aber ich würde gerne wissen, ob es da einen Unterschied gibt. Was ist der Unterschied? Wenn ihr es wisst, sagt es mir gerne. Was ist der Unterschied? Kann ich nicht auch jedes x-beliebige Trockenshampoo am Abend verwenden und so ins Bett gehen und morgens aufstehen? Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Aber der Geruch gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Das mag ich total gerne. Der Geruch ist fantastisch. Ja, und dann habe ich noch ein Haarspray mitgenommen. Nicht für mich, für meinen Mann. Der braucht das. Ich benutze kein Haarspray, aber wenn... Das ist echt gut. Er ist da auch recht empfindlich. So, der ist so ein empfindliches Häutchen. Ne? Also der kriegt von ganz, ganz vielen Produkten, reagiert da oft drauf mit Hautirritation und gerade auch Haarspray. Dann kriegt er hier immer so Rötungen und so weiter. Und das verträgt er eigentlich sehr, sehr gut. Das war nämlich auch im Angebot. Das ist nämlich auch sonst sehr, sehr teuer. Das war, glaube ich, auch für 2,29 im Angebot statt, ich glaube, sonst 3,99. Ja, und dann habe ich was mitgenommen, was ich eigentlich gar nicht brauche. Und gar nicht geplant hatte, aber es gibt ja immer so Gratis-Sets da, ne? So wie hier zum Beispiel diese Mascara. Und dann war da jetzt ein gratis Lidschatten mit dabei. Es gab drei verschiedene Lidschatten. Ich glaube, es gab noch einen braunen und so einen Hautton. So einen ganz hellen. Entschuldigt bitte einmal den Krach. Ich mach das einmal auf, wenn ich es denn schaffe. Naja, ich muss einfach so runternehmen. Ich habe mir die Mascara dann noch, das ist die Max Factor Masterpiece Divine Lashes Rich Black. So, da auf den Bildchen verspricht die schon ganz, ganz Tolles. Ich habe mir das Bürstchen dann nochmal angeguckt, verspricht 88% mehr Volumen und was weiß ich nicht alles. Ja, Ultra Soft Brush. Es ist ja tatsächlich ein Bild drauf nach 6 Schichten. Ich kenne zwar keinen, der sich macht, ehrlich, 6 Schichten Mascara. Also die nach 3 reicht mir auch schon. Auf jeden Fall habe ich diesen Lidschatten geswatcht. Und normalerweise brauche ich ja überhaupt keine Mono-Lidschatten, keine Ahnung. Aber ich swatch den jetzt auch mal für euch. Ich fand den so toll. Seht ihr das? Das ist so ein... Wie der. Und den stelle ich mir einfach... Der sieht eigentlich viel grüner aus. Aber der schimmert so schön. Ich hoffe, ihr könnt das... So kann man es, glaube ich, auch richtig schön sehen. Ne? Der schimmert so toll. Und ich stelle mir das so toll hier entweder auch mal unten drunter... Und der hat dann auch, während ich so durch den Laden gegangen bin, ich hatte den geswatcht, ich hatte das erst nicht genommen. Dann habe ich so, der hat so toll gehalten, das sah so toll aus. Ja, und dann bin ich letztendlich zurückgegangen und dann habe ich gedacht, ach komm, Mascara benutzt du jeden Tag. Das ist ja, ne, die wirst du schnell aufbrauchen. Und da war dann gerade, ich weiß nicht, was die so kosten, auch bestimmt 4-5 Euro von Max Factor, denke ich, ja. Und den fand ich einfach so schön, dass ich den, ich habe so meine liebsten Mono-Lidschatten, es sind nicht viele. Die habe ich hier immer so liegen. Ich habe halt hier meinen von MAC und hier meinen Creme-Lidschatten auch von L'Oreal Age Perfect. Die beiden in Kombi mag ich total gerne, aber ich kann mir die beiden zusammen halt auch super gut vorstellen. Oder aber auch
die beiden hier zusammen, ne? So außen, innen und das dann oder die drei in Kombi. Den fand ich so schön, der musste einfach mit. Ja, und ja, Tasche ist leer. Das war's, das war mein kleiner Rossmann-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.